Wer bis heute noch nicht gecheckt hat, was es mit dem Fuchs bei Deponia auf sich hatte, der sollte jetzt besser aufpassen bei Deponia Aftershow. Das ist das gute Stück. Ich ratter das jetzt ganz schnell runter, hier die Deponia Aftershow, weil ich keine Zeit habe, weil ich krank bin und müde und habe ich schon erwähnt, dass ich krank bin? Ja. Ich habe Chris anfangs unter vier Augen gefragt, wie wär's, wenn du ein Geheimnis hast? Chris selbst ist davon ausgegangen, dass jeder der Spieler ein eigenes Geheimnis hat. Und dann habe ich ihm die Story mit dem Wettergenerator erzählt. Und da hat er mir dann gesagt, aber wie hindere ich denn die Leute daran, in den Keller zu gehen? Da habe ich gesagt, ja, kein Problem. Der Keller ist ja vollgelaufen, weil es ja seit Tagen regnet, mit Wasser, so 10 cm tief. Und das Ganze steht unter Strom. Er selbst kam dann auf die Idee zu sagen, okay, es ist nicht nur Strom, es ist auch saurer Regen, der die Gummistiefel wegätzt, wenn da irgendjemand mit Gummistiefeln reingehen möchte. Das, was er nicht wusste, da ist schon das erste Rätsel gewesen. Ich habe das Wasser dann tatsächlich als toxisch beschrieben. Das heißt, es hat tatsächlich die Gummistiefel weggeätzt. Und sobald dein Schuh, dein Gummistiefel das Wasser berührt, ätzt der Schuh weg. Und dein Zeh berührt das Wasser und du kriegst einen Stromschlag und bekommst 8 Punkte Schaden und fliegst zurück auf die Treppe. Autsch! Ich habe ihn aber beim Wort genommen, weil das ist schon ziemlich krass, wenn das jetzt alles wegätzen würde, würde ja gar nicht funktionieren. Deswegen habe ich mir im stillen Kämmerlein gedacht, das Wasser ätzt aber ausschließlich Gummistiefel weg, nichts anderes. Und dieses Kabel an dem Gerät liegt in dem Wasser oder was? Das Kabel wird nicht weggeätzt. Das ist ja nicht aus Gummi. Das ist ätzbeständig. Das Wasser hätte lediglich die Gummistiefel weggeätzt, nichts anderes. Ich hatte übrigens auch einen Lösungsweg für diesen Wettergenerator, um da über die Säure zu kommen. Und zwar hätte man definitiv zum Beispiel die Türen alle aushängen können und hätte sie als Steg über das ganze Wasser legen können. Da hätte man noch Sachen gefunden, die man da unterstopfen hätte können. Als Hinweis habe ich bereits einige Türen ausgehängt gelassen, nämlich die Damen, die dann ausgezogen sind. Die hatten keine Tür, da waren die Türen ausgehängt. Die behaarte Blatter. Die wohnt im zweiten Stock. Welche Zimmernummer hat die denn? Das einzige Zimmer, was da oben noch existiert. Aha. Die anderen sind alle weg. Die Angestellten. Deswegen haben wir auch die Türen gleich ausgehängt. Die finden das. Die behaarte Blatter ist ja so ein Thema für sich. Kingsley hat am Anfang ja die Kerze kaputt gemacht. Also man konnte also im Raum nicht mehr so viel sehen. Wenn irgendein Spieler mal gefragt hätte, ich schaue mir mal an, was die überhaupt häkelt, hätten sie gesehen oder gemerkt, dass die behaarte Blatter eine Mütze strickt. Und zwar, oder häkelt, irgendwas von dem. Und zwar eine Mütze für McFulu. Denn die behaarte Blatter und Mortimer, die hatten da was am Laufen. Und Mort, heißt ja nicht umsonst Mort, Mortimer hat die Wahrheit gesagt, als er gesagt hat, als sie den McFulu gebaut haben, haben sie mich mit eingebaut. Und du bist da noch nie raus durch das Fenster, nein. Obwohl du eigentlich durchpassen würdest. Nein. Ja, müsst ihr mal drüber nachdenken, wer jetzt schuld ist, dass die Frauen alle weg sind. Nicht nur Mort. Sie wollte die Konkurrenz ausschalten. Ja, weil sie ist ja nun mal nicht so die Nummer 1 gewesen, Nummer 1, und deswegen hat sie sich gedacht, ja, die hier, die geht mir auf den Senkel, na, betäuben wir die mal, zerstückeln wir die mal und dann ab damit nach McFulu. Wenn die Spieler die Zimmer genauer durchsucht hätten, und zwar mit expliziten Ansagen oder mit einem Würfelwurf, dann hätten sie auf der Rückseite der Matratze komplett alles vollgesickert mit Blut gefunden. Das wäre schon mal ein Hinweis darauf gewesen, dass hier irgendwas Schlimmes passiert ist. Im Zimmer der behaarten Blatter hätte es nicht viel gegeben, aber der Kranich wäre oben zu ihrem Fenster geflogen und hätte dort aus der Dachrinne gesoffen. Ja, warum? Wenn die Spieler ihn mit Salz beträufelt hätten. Ich hab Salz. Vögel mögen kein Salz. Vielleicht können wir ihn damit verscheuchen. Was? Nee. Wäre er nämlich kampflos aus der Mülltonne geflohen, weil er Durst hat. Salz macht durstig. Und hätte hier erstmal was gesoffen in der Dachrinne oben. Und wäre dann irgendwann nach ein paar Minuten wieder runtergeflogen in seine angestammte Mülltonne. Der Rudi. Der Kranich macht uns her. Der Kranich hat 4.
Das heißt, er kann locker ausweichen. Okay. Schnell zurück und du triffst seinen Fuß. Er kriegt daraufhin nochmal 2 Stress. Niki hat sich entschieden, eine Wasseraufbereiterin zu sein. Und deswegen habe ich sie dann vorab gebrieft, dass Wasseranschlüsse immer im Keller sind. Sie müsste also immer in den Keller gehen, macht da ihre Destillen, baut die da zusammen und reinigt unten das Wasser. Ich wollte damit eigentlich nur den Druck auf Chris erhöhen, indem ich Niki erzähle, sie muss eigentlich in den Keller gehen. Das gleiche mit Mike. Mike hatte ebenfalls ein Geheimnis. Aber hier kommt gleich Organo in ein paar Minuten auf den Plan. Wir machen hier alles platt. Aber wieso? Ich hab sie angerufen. Aber wieso? Weil hier illegal Strom abgezapft wird im Keller. Ja, das machen wir aber doch schon seit Jahren. Ja, aber das wurde langsam wohl zu viel. Nee. Ihn habe ich ebenfalls durch Rainer in den Keller gelotst, damit der Druck noch weiter auf Chris steigt. Kingslayer war für mich so ein bisschen der Praktikant, der Unwissende, der keinen Plan hat von gar nichts. Ja, kennt man aus den Serien Dr. House, CSI und so weiter, da ist immer irgendeiner, der hat keine Ahnung. Ja, und der ist eigentlich nur da, damit alle anderen dem erklären können, was sie gerade machen und somit auch dem Zuschauer. So, das war dann Kingslayers Hauptaufgabe. Die zweite Aufgabe war, dass er eben Schlösser knacken kann. Und deswegen war er auch hier. Da ist Autoverkäufer bei Benny's World of Cars. Und auch Autodieb für Triaden, ne? Für so eine kleine Triadengang. Aufgrund von desaströsen Ereignissen, die auf Deponia warten, in der Zukunft sollte der Bau der Zeitmaschine beschleunigt werden. Und deswegen ist Kingslayer eigentlich dort vor Ort gewesen. Er war derjenige, der am besten in der Lage gewesen wäre, ins AKW einzubrechen tatsächlich. Ins AKW. Das AKW war ein vorbereiteter Ort, wo die Spieler mindestens 30% der Spielzeit hätten verbringen können. Wo es einige Rätsel noch gab, mit irgendwelchen Schaltern. 5 verschiedene Schalter, die man in gewisser Reihenfolge schalten muss. Und wo es auch diesen Lieferwagen gegeben hätte. Dieser weiße Lieferwagen, der aber zu dem Zeitpunkt noch leer gewesen ist. Den hätten die Spieler mitbringen können. Dann von dort aus. Wenn das Problem ist, um den Keller generell erstmal reinzukommen, muss ich Strom abschalten. Wo machen wir das? Ja, wie gesagt, beim AKW. Und wo ist das? 25 Kilometer in diese Richtung. Warum ist Kingslayer jetzt der Beste für den Job gewesen? Ganz einfach, das AKW bestand zum größten Teil aus Autotüren. Also die haben dort tatsächlich alte Autoschlösser genommen, noch mit diesem Hebel sogar drin, mit diesem Entriegelungsmechanismus, weil ja irgendwie zwischenzeitlich alles runtergekommen war und dann haben die das wieder aufgebaut und da haben die einfach irgendwelche Autoschlösser, was sie so hatten, da reingebastelt und ja, da hätte der Charakter von Kingslayer natürlich leichtes Spiel gehabt, wenn die da hingegangen wären natürlich. Ein paar interessante NPC-Begegnungen hatte ich da auch noch vorbereitet. Ja, das wäre schon gut gewesen. Wirklich aus dem Dachboden eher, so ein bisschen spitz zulaufend oben. Rudimentäre Beleuchtung nur irgendwie im hinteren Teil. Vorne liegen ganz viele Dynamitstangen. Alles voll mit Dynamitstangen. Bray. Der gute Bray. Der oben im dritten Stock hauste. Das ist noch eine interessante Geschichte gewesen. Hätten die Spieler irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt versucht, irgendwas in die Luft zu jagen mit den TNT-Stangen, mit den Dynamitstangen, nee, TNT nicht, Dynamitstangen, die sie dabei hatten, dann wäre das kläglich in die Hose gegangen, denn das war gar kein echtes Dynamit. Zu keinem Zeitpunkt wäre irgendwas Dynamit-ähnliches dort passiert. Weil ich gehe ja davon aus, dass es jetzt gleich explodiert. Vielleicht knallt, genau. Ich stehe da auch so erwartungsvoll. Baseballschläger fallen gelassen, Ohren zuhalten, ne? Hingekauert in der Dusche, ne? Ihr braucht ja erstmal durchs ganze Treppenhaus so eine gewisse Zeit. Knie angezogen. Am Flennen. Völlig. Hätten sie Bray nicht unter Drogen gesetzt und ihn gleich ausgeschaltet, hätten sie vielleicht im Gespräch herausgefunden, dass Bray eigentlich Schmuggler ist. So, und Bray hatte Aufträge, er sollte etwas über die Grenze schmuggeln. Dynamit kann man überall über die Grenze mitnehmen auf Deponia. Das ist überhaupt kein Problem, das interessiert keinen. Der Organon freut sich noch, wenn da immer noch mehr Dynamit auf der Planetenoberfläche lagert. Deswegen wäre das überhaupt kein Thema gewesen. Aber was man nicht über die Grenze hätte schmuggeln können, was der Organon sofort eingesackt hätte und raufgeschickt hätte nach Elysium,
Gewürze. Dieses schwarze Pulver, was schwarzpulvermäßig aussieht, es war Pfeffer. Die Charaktere hätten das nicht erraten, hätten das nicht gewusst, weil sie Pfeffer nicht kennen, weil Pfeffer normalerweise sehr selten bis gar nicht dort vorhanden ist. Sie hätten den Geruch nicht erkannt und sonstiges. Auch der Charakter von Kingslayer hätte das nicht sofort erkannt, denn er hatte ja einen Chemie-Cocktail noch im Blut, den ihn der Doktor verabreicht hat. Den Fuchs hätten sie übrigens ganz leicht improvisieren können, indem sie die behaarte Blatter rasiert hätten. Ja, Rasierklinge hätte es von Mord gegeben, der hat sowas, komisch. Wozu braucht er das wohl? Ja, und dann hätten sie die behaarte Blatter rasieren können. Vielleicht vorher noch unter Drogen setzen, wer weiß. Und dann hätten sie einen Fuchs daraus basteln können, aus irgendwelchen Gegenständen, mit den Haaren. Und dann hätte man damit ein bisschen Zeitreise betreiben können. Tatsächlich, es hätte funktioniert, wenn auch nicht sehr gut. Es hätte ein paar Fehlfunktionen gegeben, aber nicht der Rede wert. Auf dem Kopfkissen. Mhm. Guckst du da hin? Da liegt was drauf. Ja, ja, da liegt was. Kleines braunes Stückchen. Sieht erstmal auf den ersten Blick aus wie Schokolade. Okay. Nimmst du? Sieh fast das an. Ja. Sieh fast das an. Die Gedanken gingen jetzt alles so rum bis zu ihm und er spritzt dann aus. Ne? Lecker, lecker, lecker. Das Braune auf dem Kopfkissen, das war Schokolade. Oh. Es riecht komisch. Es riecht komisch. Ja. Dann habe ich es wieder raufgelegt. Es riecht nicht nach Scheiße. Ach nur so, mal, um nur das mal klarzustellen. Okay, gut. Es riecht aber komisch. Was wir übrigens überhaupt nicht beachtet haben, sind die Aspekte. Die sind einmal nur zum Tragen gekommen, aber ansonsten haben wir die komplett außen vor gelassen. Und es ging ja auch super. Also es hat überhaupt nichts gefehlt. Also gar nichts, rein gar nichts. Und wir haben es tatsächlich dann teilweise so gespielt, wie sie es hier auch empfehlen, dass man es einfach so spielt mit den Itemkarten, die sie hier, die es dazu gibt. Ansonsten basiert das Spiel ja eigentlich auf Fate Turbo oder Turbo Fate, so rum, ja, mit einigen kleinen Änderungen, aber wirklich super kleine Änderungen. Dieses Speichern zwischendrin, das ist zum Beispiel eine der Änderungen des Regelsystems hier. Turbo Fate ist hier eigentlich komplett beschrieben, aber nur in verkürzter Form. Und in manchen Fällen steigt man da irgendwie nicht ganz so durch. Ein ganz kleines Beispiel von mir. Auf dem Charakterblatt hat jeder Spieler einen Stressbalken. Eine Zeile mit drei Feldern, den Kästchen 1, 2 und 3. Wenn ein SC also getroffen wird und der Spieler ein Stresskästchen abhakt, dann muss er die erhaltene Schadenstufe in dieses Kästchen eintragen. Bei jedem Treffer darf er nur eines der Kästchen ankreuzen. Und jedes Kästchen nimmt so viele Erfolgsstufen, in diesem Fall könnte man sagen Schadenspunkte, auf wie die Nummer, die es trägt. Ja, ihr habt es verstanden, ne? Also erst muss man das Kästchen abhaken. Dann muss man es eintragen und dann muss man nochmal ein Kreuz machen. Und dann nimmt es aber so viele Schadenspunkte, wie es trägt. Steige ich nicht durch. Lest euch das hier durch, da steht es besser drin, definitiv. So, ich mache jetzt auch keine großartige Rezension oder sowas, bin ich auch gar nicht der Typ für. Aber ich finde das Buch mega krass. Also, super Buch, sehr gut geschrieben, mit dem gleichen Witz, mit dem gleichen Charme, wie auch die Computerspiele. Und der Erfinder von Deponia, der Poki, der hat hier extra einige Seiten an Beschreibungen, Gebietsbeschreibungen selbst erstellt, selbst geschrieben. Und es umfasst quasi den ganzen Planeten. Ganz viele Ländereien, ganz viele Städte, ganz viele Kleinigkeiten, dies, das, jenes. Also es ist super. So, und der Fuchs ist natürlich eine Anspielung auf den Fluxkompensator. Denn die Session strotzte nur so vor Anspielung aus Zurück in die Zukunft. So, ich würde sagen, wir respawnen jetzt noch einmal. Nein. Ja. Um Gottes Willen. Oh Gott. Ja. Einer geht raus und tötet die Viecher, der andere schnappt sich die Fahrräder. Genau, und der Teil wird jetzt alles, das wird rausgeschnitten und dann fragen sich die Zuschauer, warum rasieren sie jetzt die Alte da oben? Jetzt gibt es noch einen kleinen Teaser, was am 13. April hier auf dem Kanal startet. Am 13. April, das ist in ein paar Wochen, ein, zwei Wochen glaube ich, drei Wochen, je nachdem wann ihr das schaut, ne? Vielleicht ist es auch schon morgen, vielleicht habt ihr Glück, so. Auf jeden Fall am 13. April geht es hier weiter. Wer es erkennt, schreibt es in die Kommentare.
Ich bin gespannt, ob es jemand erkennt. Bestimmt nur Insider, aber macht nichts. Wir sehen uns. Let it roll.